Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute soll es um deine Beziehungen, um Bindung, um Abhängigkeit und Unabhängigkeit, wenn es überhaupt gibt, gehen. Und zwar ganz konkret geht es um die Frage von der Anita und von der Mia. Und zwar haben die zwei unterschiedliche Sachen gefragt, aber da das so ein großes Thema ist, packe ich das mal zusammen, um so mal die Grundlagen von Bindung näher zu erläutern und dann in einer anderen Folge, in einem weiteren Schritt, vielleicht weitere Strategien und Möglichkeiten aufzudecken. Und zwar die Frage ist folgendes, die Anita würde interessieren, wie kommt es, dass Menschen klammern und was kann man dagegen tun? Gibt es bestimmte Techniken, Methoden, um das Klammern loszulassen? Also wir meinen, das ist das Klammern in Beziehungen. Andere Frage von der Mia war noch Abhängigkeit in der Beziehung, woran erkennt man sie und wie löst man sie auf? Ja, mit diesen zwei Fragen, die sind für mich sehr nah beieinander, werde ich mal so die Grundlagen von Bindungsforschung heute hier näher bringen und dann werden wir weiterschauen. Und zwar ist ganz spannend die Forschung zum Thema Abhängigkeit. Und zwar jetzt nur mal in Gruppen. Da brauchen wir jetzt gar nicht von nicht nur von familiären Beziehungen oder Paarbeziehungen, sondern generell von Menschen untereinander. Und da war diese Forschung ist so weit gegangen, dass es vorher eben diese Dependenz, also diese Abhängigkeit gibt, so im ersten Stadion, also die Idee, dass der andere für meinen Zustand verantwortlich ist, dass ich nur mit dem anderen etwas machen kann, dass wenn der andere Nein sagt, ich einfach Pech gehabt habe und so weiter. Also das ist diese fast schon Opferhaltung, ich kann nichts machen, wenn der andere das nicht will. Und viele streben dann so Richtung Unabhängigkeit. Also diese Idee, dass ich alles machen kann und alle anderen sind relativ egal, weil das wäre ja Unabhängigkeit. Unabhängig wäre zum Beispiel, wenn ich meinen eigenen Strom produziere, dann bin ich unabhängig von Strom. Ja? Jetzt echte Unabhängigkeit wäre aber auch, wenn ich mir den Stromgenerator selber bauen könnte, selber reparieren könnte und wenn ich jetzt eine ganze Autarkie, eine ganze Unabhängigkeit hernehme, dann müsste ich auch das Wasser mir selber filtern, das Essen selber erzeugen und so weiter und so fort. Da müsste ich alles selber machen, was bisher, soweit ich weiß, noch niemand geschafft hat auf der Welt, also dass er wirklich alles selber macht. Und zwar, da meine ich jetzt nicht nur, wenn er was zugekauft hat und dann das jetzt gerade im Moment selber macht, sondern wirklich alles selber macht. Und auch diese Idee ist in Gruppen und unter Menschen interessant, aber sehr unrealistisch. Die Idee, dass ich alles alleine schaffen kann. Und deswegen geht die Forschung so weit zu sagen, der momentan reifste Schritt, momentan kann sich ja vielleicht noch erinnern, ist die Interdependenz. Das heißt, die wechselseitige Abhängigkeit. Ich bin vom anderen abhängig und ich weiß, dass der andere von mir abhängig ist. Ich bin mir beidem bewusst. Das ist jetzt ein großer Unterschied zur normalen Abhängigkeit, ja, weil ich bin mir zwar bewusst, ja, wenn jetzt bei mir bei der Wirtschaft, wenn er das nicht liefert, kann ich das nicht produzieren, aber mir ist auch bewusst, er bekommt dann mein Geld nicht. Ja. Also dieses, oder geopolitisch ja auch sehr interessant, ja, gibt es ja auch viele Dinge, die man sich da anschauen kann, wo die Frage ist, zum Beispiel Amerika, glaube ich, hat ja so 150 Militärbasen, also in 150 Ländern, also es sind wahrscheinlich mehr Militärbasen, aber in 150 Ländern der Welt, also mehr, die Hälfte aller Länder, haben sie Militärbasen. Und da ist ja vielleicht oft die Frage, warum gerade da? Ja, und gibt es immer strategisch einen sehr klaren Ort, zum Beispiel um Russland und auch um andere Gegenden herum. Und da ist dann so eine wechselseitige, wie soll man sagen, Abhängigkeit insofern da, dass wenn der eine vorrückt, könnte es zum Krieg kommen, wenn der andere vorrückt, könnte es zum Krieg kommen und da dazwischen ist gerade so dieses Element von, da passiert nichts. Ne? Ist jetzt nicht die reifste Form von Interdependenz, ist natürlich eher ein schlechtes Beispiel, aber das kann man auf allen Ebenen sehen, in Kleingruppen wie in Großgruppen. So, jetzt wieder zurück zum Thema Beziehungen. Also der Unterschied ist eben nicht, dass ich mir denke, ich bin eifersüchtig, weil er oder ich bin schlecht drauf, weil er oder was auch immer, sondern ich weiß, okay, der andere hat einen starken Einfluss auf mich, ja oder nicht, also ist auch klar, wenn man zusammenlebt, aber ich habe auch einen starken Einfluss auf ihn. Und wenn man das wirklich ganz lebt, dann würde sich vieles auflösen. Ja, dann würde man ja auch nicht mehr klammern, weil logischerweise, es ist ja dann eine wechselseitige Sache. Jetzt aber die Frage, warum hat man diese Abhängigkeit überhaupt, warum klammert man überhaupt? Ja, also warum macht man das, gerade wenn man erkennt, hey, das ist eigentlich sinnlos. Da müssen wir wieder ein bisschen zurück in der Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass wir
mehrere Fähigkeiten haben zu lernen, mehrere Ebenen zu lernen, und eine der mächtigsten ist das Modelllernen. Modelllernen bedeutet nichts anderes, als dass du es dir von anderen abschaust. Das heißt, wenn du siehst, wie jemand anderer etwas macht, kannst du das viel schneller und leichter nachmachen. Ich gebe dir ein Beispiel: Wenn dir jemand erklärt, wie du an einer Kletterwand klettern sollst, und dann machst du es nach. Ja? Oder wenn dir jemand vorzeigt, wie du klettern sollst, und du genau hinschaust, das ist vielleicht noch wichtig, genau hinschaust, dann kannst du das wahrscheinlich viel besser nachmachen, viel schneller nachmachen, wirst auch viel schneller ein besserer Kletterer, weil du es gesehen hast. Und genau das meint Modelllernen. So, und was du jetzt gemacht hast in deiner Kindheit ist Modelllernen bis zum geht nicht mehr. Du hast ständig abgeschaut, und zwar was hast du abgeschaut? Wie die Menschen in Beziehung zu dir treten, Vater, Mutter, Schwester, auch so Menschen wie Onkel, Tanten oder Erziehungspersonen, die eingekauft wurden, die da sind, also vollkommen egal wer, aber die primären Bezugspersonen, also die Menschen, die meistens anwesend waren in den ersten Lebensjahren, da hast du ganz viel dir abgeguckt, wie gehen die mit dir um, ja, und du hast dir auch angeguckt, wie gehen die miteinander um, also Vater mit der Mutter, Vater mit der Schwester, wer auch immer, ja, wenn du in einem Heim groß geworden bist, dann halt die primären Bezugspersonen, wie gehen die untereinander um? Aber du hast ganz stark im Modell gelernt, wie läuft da die Beziehung ab. So, und jetzt ist es aber so, in der Kindheit ist es ja tatsächlich so, du bist abhängig. Ja, also du, wenn du nichts zum Essen kriegst, stirbst du einfach. Ja, da kannst du zwar schreien, ja, aber wenn dann keiner kommt, dann stirbst du. Also du hast diese Abhängigkeit im ersten Moment. Das heißt, die ersten Jahre sind ja wahnsinnig fragil. Das ist auch interessant, dass das nur bei uns Menschen zumindest, soweit ich weiß, ist. Im Tierreich ist es nicht so, dass es noch Jahre braucht, nachdem jemand geboren wurde, bis die Person sich selber auf die Füße stellt. Ja, das geht meistens relativ schnell. Also auch bei den Vögeln, die brauchen nicht viele Jahre im Nest und sitzen da und lassen sich füttern, sondern das geht relativ zackig, im Gegensatz zum Menschenleben, dass die in ein selbstbestimmtes Leben kommen. So, und jetzt ist es so, dass du dort einiges erlebst, und da ist natürlich die Frage, wie entwickelst du dich? Ja, und deswegen möchte ich heute mal so ein Modell der Persönlichkeitsentwicklung anreißen oder näher bringen. Und zwar ist es das psychosoziale Entwicklungsmodell von Erik Erikson, nicht Milton Erikson, sondern Erik Erikson. Erik Erikson ist ein Schüler von Sigmund Freud, war so ein Psychoanalytiker und hat so dieses Modell, wie Kinder lernen, wie Kinder sich entwickeln, ein bisschen größer aufgezogen und hat es auf die ganze Lebensspanne aufgezogen. Ja, in der neuesten Fassung sind es dann 9 Stufen, in der ersten Fassung sind es 8 Stufen, die so jeder Mensch durchgehen könnte. Und die Idee ist jetzt, ich werde jetzt die einzelnen Stufen so ein bisschen näher bringen, so ein bisschen erklären. Und die Idee ist jetzt, dass du das ein bisschen schaust, wo sind denn deine Wunden? Wo sind deine wunden Punkte? Wo hast du vielleicht nicht das bekommen, was du hättest bekommen sollen? Ja, wo hast du vielleicht beim Modelllernen schlechte Modelle mitbekommen, hast die Entwicklung nicht vollziehen können und deswegen musst du sie jetzt vollziehen? Also das ist so die Idee. Wenn du jetzt oft Abhängigkeit erlebst, wenn du oft klammerst, ist ein bestimmter Entwicklungsschritt, der schon hätte folgen können, noch nicht erfolgt. Das ist aber ganz normal in unserer Gesellschaft, also wir sind da leider, also es gibt ganz viele Menschen, das ist eigentlich schon fast normal, aber eigentlich hätte das anders sein können. Ja. Meines Erachtens, kurzer Seitenhieb, kurze Gesellschaftskritik, ein Grund ist natürlich auch, dass es ständig Krieg gibt. Ja. Also alle paar Jahrzehnte gibt es irgendwo Krieg und das führt natürlich zu ganz massiven Traumatisierungen, zu gesellschaftlichen Traumatisierungen, und davon zehren wir auch jetzt noch. Also auch jetzt kann man sagen, okay, jetzt ist ja schon 70, 80 Jahre her, wobei stimmt auch nicht ganz, wir führen ja genauso Krieg jetzt, nur schicken wir jetzt, exportieren wir halt jetzt die Blauhelme und so, also in Österreich die Blauhelme und anderes Militär in andere Länder, ja, aber auch die können traumatisiert zurückkommen, aber natürlich ist nicht mehr die große Masse in Europa. Zurück zum Beispiel, also diese 8 Phasen. Die Idee ist, dass du in jeder Phase etwas lernst, und wenn du es nicht lernst, kannst du es natürlich auch immer noch später lernen, und natürlich ist es immer wieder neu lernen. Ja, also es ist nicht so einmal gelernt, kapiert und man braucht es nie wieder, man kann sich immer darin verbessern, aber so eine Grundbasis, um die geht es mal. Und zwar im ersten Lebensjahr geht es laut Erik Erikson um Vertrauen versus Misstrauen. Im ersten Lebensjahr bist du vollkommen abhängig. Ja? Du lernst, dass wenn du schreist, kommt die Mutter eben relativ schnell oder eben nicht relativ schnell. Ja, heute wissen wir,
Je früher eine Bezugsperson, wer es immer auch ist, ganz egal, kommt, desto besser im ersten Lebensjahr. Später, ja, kann man das natürlich stückweise verändern, dass man nicht sofort aufspringt, aber gerade im ersten Lebensjahr ist es hochrelevant, dass schnell eine Bezugsperson da ist. Ja, da lernt man eben in dieser Abhängigkeit, kann ich in dieser Welt Vertrauen fassen? Ist es eine Welt, in der es, ja, in der man leben kann, in der man überleben kann? Wenn das gut gelingt, ja, dann bin ich wahrscheinlich ein hoffnungsvoller Mensch, dann habe ich so ein Grundvertrauen, manche sagen auch Urvertrauen. Und das wird ganz stark durch die primäre Bezugsperson geleistet. Wenn das nicht so gut gelingt und ich so ein Grundmisstrauen habe, ja, dann kann es sein, dass das ein Mensch ist, der sich später oft zurückzieht, der später vielleicht oft im Streit oder auch immer schweigt, sich ja, eher mal so auf Abstand ist und grundsätzlich mal auch nicht das Vertrauen hat, sondern vielleicht auch das Negative erwartet. Im zweiten und auch dritten Lebensjahr geht es laut Eric Erickson um Autonomie versus Scham und Zweifel. Und zwar meint er damit, jetzt im zweiten, dritten Lebensjahr, da haben die ja schon gekrabbelt, da fangen die an zu gehen, da sind auch schon die ersten Wörter und Halbsätze und Sätze da. Und da geht es auch darum, also im ersten Jahr ist ja wenig, also da ist schon viel Eigenes da, aber da ist jetzt wenig, was das Kind so an sich neu gestalten könnte. Ja, dass es sagt, hey du, ich möchte da drüben diesen Ball haben und nicht diesen, oder dass es selber wohin geht, das ist ja im ersten Lebensjahr noch nicht so präsent. Das heißt, die ersten Autonomiebestrebungen kommen in diesem Zeitalter. Und da ist die Frage, wie reagieren die Eltern? Ja, da geht es jetzt nicht nur um die primäre Bezugsperson, sondern um beide Eltern. Wie reagieren die darauf, dass das Kind jetzt ein bisschen autonomer wird? Ist auch interessant, wenn man Eltern beobachtet, ist mir aufgefallen, dass manche Eltern wirklich wahnsinnig souverän sind im ersten Jahr, wenn man sich denkt, wow, das sind klasse Eltern. Und dann im zweiten, dritten Jahr oder spätestens dann auch im vierten fängt es auf einmal an, nicht mehr so gut zu laufen, ja, wo die Eltern so den eigenen Willen aufdrücken. Und auch spannend, meine Hypothese wäre, da liegt die eigene Wunde, ja, von diesem Elternteil. Gut, aber bleiben wir bei dem. Da geht es darum, einfach einen eigenen Willen zu entwickeln. Ja, und das Pathologische wäre einfach ein zwanghaftes Verhalten. Ja, in ganz stark pathologischen Sinne wäre das dann sowas wie, dass man, weiß nicht, zwanghaft absperrt mehrmals oder dass man sich zwanghaft wäscht. Aber auch kleinere Zwänge sind damit gemeint, ja, wenn es nicht ganz so schlimm ist, dass man so Zwangsideen hat, also eine Vorstellung, wie die Welt sein muss oder wie eine Beziehung sein muss. Ja, dass der andere Partner so und so sein muss und wenn er so und so nicht ist, dann geht es mir schlecht. Ja, wäre auch so ein Zwangsgedanke. Ja, dann die dritte Phase, viertes und fünftes Lebensjahr, Initiative versus Schuldgefühl. Da geht es auch ganz stark um die innere Lebendigkeit, ja, dass das eigene Kind von sich aus was schafft, von sich aus was macht. Ja, da ist jetzt auch schon die ganze Familie, also auch die Geschwister und vielleicht auch Onkel und Tanten und so weiter mit im Boot. Da geht es darum, dass das Kind auch Entschlusskraft, also nicht nur Willensstärke, sondern auch Entschlusskraft entwickelt und Dinge wirklich umsetzt. Ja, das ist so die Phase, wo Kinder Hemmungen erzeugen können. Also nicht Zwänge, sondern Hemmungen. Ja, so eine Grundhemmung, darf ich jetzt die Person vom anderen Geschlecht ansprechen? Ja, wäre so eine Fragestellung, so eine Wunde, die da gelegt werden könnte, so eine Hemmung. Oder auch in der Beziehung, du bist schon in Beziehung und dann denkst du dir, kann ich das jetzt sagen? Ja. Oder trifft es die andere Person so stark, dass das vielleicht die Beziehung gefährdet? Ja, das ist auch eine Wunde in dem Bereich, ja, dass man dann vielleicht Schuldgefühle hat, dass man was Falsches gesagt hat und so weiter und so fort. Also das ist ganz stark in dieser Lebensphase. Ja, dann in der vierten Phase Werksinn versus Minderwertigkeit. Das ist so das sechste Lebensjahr bis zur Pubertät. Ja, da haben wir schon längere Zeiträume. Und da geht es darum, dass die Kinder was machen wollen, dass die was schaffen wollen, dass die schöpferisch tätig sein wollen, dass die nicht einfach nur ein Spiel spielen wollen, sondern eher ein Spiel entwickeln. Ja, oder auch der Werkunterricht zum Beispiel ist da ganz zentral. Etwas schaffen, die eigene Kompetenz entwickeln und was tun. Wenn man da gehemmt wird, und in gewissem Maße wird wahrscheinlich jeder, der in die Schule geht, oder so ziemlich jeder, der in die Schule geht, dort gehemmt, dann entwickelt sich eine Trägheit. Und das merken wir in der heutigen Gesellschaft. Also so eine Grundträgheit oder so ein Grundprokrastinieren haben wir alle. Und meines Erachtens liegt es ganz stark am Schulsystem, weil du schwer motivierbar bist für etwas, wenn du
wenn du in die Schule gegangen bist. Ja, da lernst du nämlich, dass es einen Plan gibt, dass jeder dasselbe können muss, dass du aufhören kannst zum Denken, wenn die Glocke läutet, beziehungsweise anfangen sollst zu denken, wenn die Glocke ein zweites Mal läutet, dass Gelerntes grundsätzlich etwas Totes ist, also du lernst selten jetzt in der Natur oder was Praktisches oder wo etwas, wo du wirklich etwas schaffst, sondern meistens eher tote Materie und so weiter und so fort. Die Didaktik ist auch grauenhaft, die Ausbildung der Lehrer ist miserabel leider, also meines Erachtens könnte man da viel, viel mehr machen. Ausgenommen sind natürlich immer alle Lehrer, die diesen Podcast hören. Also ihr seid natürlich alle ganz anders, ist ganz klar. Aber so in der Regel, von dem, wie das System das Ganze schafft, ist die Situation, die Rahmenbedingungen nicht ideal. Es ist für einen Lehrer, abgesehen davon, dass er vollkommen unterbezahlt ist, hat er zu wenig Räumlichkeiten, zu viel Material, zu wenig Möglichkeiten oft auch das zu leisten, das zu tun. Was es ist, also das ist gar nicht die Kritik an einzelnen Menschen, sondern immer nur am Gesamtsystem. Und wie gesagt, ist nur meine Betrachtung und alle Menschen, die zuhören, sind ausgenommen. Ist jetzt in der Beziehung auch durchaus relevant, ja? Nämlich das eigene Schaffen in der Beziehung zu finden. Ja, Beziehung heißt ja nicht nur, wie bin ich auf anderen bezogen, sondern inwiefern mache ich mein Ding, mache ich das, was mir wichtig ist. Die fünfte Phase, Identität gegen Identitätsdiffusion, das ist so ungefähr plus minus von 13 oder von der Pubertät halt weg, die fängt ja bei den Mädchen ein bisschen früher an, bis ungefähr 20. Da geht es da lernt man vor allem von den eigenen Peers, von den Freunden, von natürlich den eigenen Partnern, aber auch von Rivalen. Und da geht es ganz stark natürlich um auch Beziehung zu anderen Menschen, nämlich um Treue und um Zurückweisung. Also wie gehe ich mit Zurückweisung um, wie gehe ich mit damit um, wenn jemand Nein zu mir sagt, wie treu bin ich zu mir selbst, zu meinen eigenen Werten, was sind überhaupt meine Werte? Aber auch natürlich zu anderen Menschen. Da haben wir jetzt natürlich schon eine sehr globale Ebene. Ja, also ihr merkt schon, in den ersten paar Jahren ist es natürlich sehr, sehr klar. Aber auch da die Frage, wer bin ich? Kannst du dir beantworten? Weißt du, wer du bist? Ja, ich habe das Interview mit Wethmann mal gehalten. Der ist, ich weiß gar nicht, ich glaube über 70. Und kannst du dir mal anhören, und da frage ich ihn, wer bist du? Und das hat mich sehr entspannt, dass er gesagt hat, ja, wenn du mich jetzt das Ganze auf der spirituellen Ebene fragst, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Es war sehr entspannend, dass er mit seinen gut 70 Jahren diese Antwort gibt. Aber so grundsätzlich, ja, wer bist du, wie definierst du dich? Und das sollten vielleicht nicht die Haarfarbe, der Musikgeschmack und... ja, das sein, was du vielleicht gerne magst, sondern vielleicht geht es ein bisschen darüber hinaus. Ja, die nächste Phase, Intimität und Solidarität gegen Isolierung. Da ist ganz stark das Thema Beziehungsfähigkeit. Ja, also von 13 bis 20 geht es auch schon ein bisschen um die eigene Identität. Das heißt, da geht es durchaus auch darum, einfach mal egozentrisch zu sein, auch das eigene ein bisschen zu leben. Und so von 20 bis 45 geht es aber auch ganz stark darum, wie beziehungsfähig bist du? Kannst du in der Gemeinschaft leben? Ja, das habe ich am Anfang überhaupt vergessen zu erwähnen. Da geht es ja ganz stark auch um diesen Urkonflikt. Der Urkonflikt von Menschen ist Gemeinschaft versus Autonomie. Also ich mache mein Ding oder ich bin in der Gemeinschaft und passe nicht da halt an. Und beides hat Vorteile, beides hat Nachteile, beides gleichzeitig ist oft schwierig und das ist so ein Urkonflikt und das ist eben jetzt die andere Phase. Vorher hatten wir die Identitätsphase, jetzt geht es um die Intimitätsphase. Da geht es natürlich auch darum, wie intim kann ich mit dem Partner sein, wie tief kann ich gehen, wie tiefe Gespräche erlaube ich mir, kann ich da ganz offen über Sexualität reden und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Ja, und dann von 45 bis 65, da geht es um Generativität versus Selbstabkapselung. Da geht es ganz stark auch um, ja, wie, also da ist natürlich dieses Weitergeben ganz stark Thema. Jetzt hast du dein Leben ja schon zu einem gewissen Maße gelebt und da ist die Frage, kannst du das, was du erlebt hast, deine Erfahrungen weitergeben oder bist du irgendwo isoliert, ziehst dich zurück, bist vielleicht von der Welt angepisst oder was auch immer. Oder eben hast du die Fähigkeit, dass du Fürsorge machen kannst, vielleicht auch sogar bedingungslos lieben kannst gegenüber anderen. Ja, und jetzt im bisschen schnelleren Durchlauf, wir sind ja schon ziemlich weit, die letzte Phase, Integrität versus Verzweiflung, das ist so ab 65 Jahren ungefähr, plus minus, kann man so genau nie sagen. Ja, und da geht es darum, Weisheit zu entwickeln
und nicht unbedingt Hochmut zu entwickeln. Das heißt, ja, es ist für mich auch ein bisschen schwer, mich da reinzudenken, aber ich würde mal so beschreiben, das eigene Leben gelebt zu haben, das ist schon mal die große Voraussetzung, daraus meine eigenen Schlüsse zu ziehen und darum und dadurch dann ganz man selbst zu sein, auch ein bisschen natürlich die eigenen Begrenzungen, die jetzt schon hochkommen, zu akzeptieren. Ja, das heißt, dass man nicht mehr so fit ist oder was auch immer. Und eben nicht zu verzweifeln, eben nicht zu verzweifeln an der Welt, und man sich denkt, hey, die Menschen lernen es nie, sie werden schon wieder einen Krieg führen. Ja, gerade schaut es auch nicht so gut aus, was das Wirtschaftssystem angeht und was den Wirtschaftskrieg und andere Dinge angeht. Und keine Ahnung, was auch immer. Also, dass man verzweifelt und sich denkt, die Idioten werden es nie schaffen, sondern dass man da eben sich selbst als Gestalt erlebt und diese Weisheit der Welt auch zur Verfügung stellt. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf ein bisschen das Entwicklungsmodell. Ich wollte es einfach in einer Folge unterbringen. Ja, wenn du jetzt einfach so zugehört hast mit einem Ohr, hey, wo habe ich denn meine Urwunden? Ist es im Vertrauen oder im Urvertrauen? Ist es in der Autonomie, in der Initiative, das heißt, selbst etwas anzufangen, zu entwickeln, auf jemanden zuzugehen, etwas zu tun? Ist es im Werksinn, das heißt, in darin etwas zu schaffen, schöpferisch tätig zu sein, also ja, schöpferisch tätig zu sein? Ist es bei der Identität, weiß ich gar nicht, wer ich bin, und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, ja, darum ist die Phase auch vor der Intimität, dann wird es ganz schwer, einen Partner zu finden, der zu mir passt. Das wird nicht möglich sein, auch logisch. Ja. Und dann die nächste Phase eben Intimität, da auch die Frage, wie tief kann ich gehen? Wie tief ist für mich das Ganze noch angenehm? Wie tief können die Gespräche sein? Gerade zum Beispiel in meinem Thema Sexualität, aber das könnten auch eigene Schattenseiten sein, Ängste, kann ich darüber ganz offen reden und so weiter und so fort. Ja, und Generativität und Integrität, da ist die Abkapselung vielleicht jetzt nicht so stark. Ja, und das ist natürlich auch ein Unterschied. Jemand in meiner Branche oder ein Lehrer, wenn er es gut macht, kann es schon früher weitergeben. Wenn er es gut macht, muss auch nicht sein, nur weil jemand Lehrer ist, heißt es noch lange nicht, dass er das mit Essenz weitergibt. Es kann auch sein, dass er nur seine Brötchen verdienen will. Aber dann haben das manche Leute schon früher, manche später. Und Integrität ist natürlich auch immer im Leben wichtig, aber gerade so ab der Phase, ab 65. Ja, und je nachdem, wo du deine Wunden hast, wird es dann eben schwierig in Beziehungen mit anderen Menschen, weil wenn ein gewisses Vertrauen zu dir selbst fehlt, kannst du auch kein Vertrauen zum anderen entwickeln. Ergo musst du klammern, um dich wohlzufühlen. Umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, nicht autonom zu sein, ja, wird es in Beziehungen auch schwierig. Ja, vielleicht ist die Beziehung in Anführungszeichen stabil, labil. Das heißt, dass es zwar eigentlich ganz fragil ist, aber man sich eben durch das, dass man nichts sagt, dass man sich nicht wehrt und so weiter, halt irgendwie in einer Form von Pseudostabilität bleibt. Initiative, natürlich dasselbe. Kann ich die Dinge ansprechen, die ich ansprechen will? Habe ich Schuldgefühle, viele, dann ist auch ein Zeichen dafür, dass in dieser Phase was fehlt und so weiter und so fort. Also da kann man mal schauen, aufgrund dieses Modells, wo habe ich denn meine Wunden? Das wäre natürlich nur der erste Schritt, aber man erkennt dadurch natürlich, wenn man gerade sich seine eigene Geschichte anschaut, wo liegen meine Wunden, wo liegen die Erfahrungen, die ich noch nicht gemacht habe, um zu einem ganzen, ganzheitlichen Menschen zu werden. Die Phase, wie es weitergeht, wie kann ich dieses Klammern jetzt auflösen, wie kann ich diese Abhängigkeit jetzt auflösen, ist natürlich noch eine größere Frage. Dazu wird es noch eine eigene Folge mal geben. Aber diesmal so als erster Input, als erste Idee, wo man hinschauen kann und vor allem, woher kommt das Ganze. Ja, also dafür bist du nicht nur selbstverantwortlich, das ist halt auch einfach Pech gehabt oder Glück gehabt, aber du bist natürlich nicht verantwortlich für die Karten, die du im Leben bekommst, durchaus aber dafür verantwortlich, welche Karten du ausspielst, und das liegt in deiner Hand. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann komm in die Facebook-Gruppe Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Dort beantworte ich Fragen direkt in einem Facebook-Live zu den Themen, die die Menschen, die gerade dort sind, am meisten interessieren. Wenn du nicht auf Facebook bist, dann schau doch auf meiner Webseite vorbei. Dort biete ich kostenfreie Webinare an, aber auch meine Audio-CDs dort zum Verkauf und vieles, vieles mehr. In diesem Sinne, auf bald, dein Marian.